Simu Let's Play. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Hier haben wir heute das HKL Container Pack bzw. das HKL Pack mit allen möglichen Haken, Lift, Containern, mit einer Plattform, mit einem schönen Holzanhänger. Hier die Plattform hat den gleichen Attacher wie die Tieflader von Giants. Also in der Kurve nicht zu schnell fahren. Container ist eh selbsterklärend, glaube ich. Dann haben wir hier noch das für Holz. Das nehmen wir jetzt mal. Gibt es natürlich, wie man schon schön sieht oder sich denken kann, in allen Farben, nachdem ich schon hier mal ein paar Farbkombis gemacht habe. So, jetzt nehmen wir mal das für Holz. Das hat nämlich einige Sondersachen. Da wurde mir erklärt, beziehungsweise steht drinnen, wenn man auf X drückt, gehen die Ketten hinten weg. Seht ihr? Sind schon weg. Sind schon weg. Hui, weg sind sie. Kann ich die Ketten wegmachen. So. Dann. V. Also irgendwie sollte ich da was senken auch können oder so steht da. Nur, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie das geht. Nix. Auch beim anderen steht Plattform senken, das werde ich mir zeige ich auch noch kurz. Das ist hier der Holzcontainer. So, komm. Da das schnell wegfahren. Ich muss sagen, grundsätzlich sehen die hier schön gut aus. Sind Tridem, also man sollte schon ein bisschen was vorspannen, damit man die fahren kann. So. So. Jetzt geht's. Wir nehmen uns den großen Container mal. Die schöne Mulde. Das sind übrigens alle Dinge, die dabei sind. So, wir schalten da nach hinten. Und da gibt's Container senken. Irgendwie finde ich nicht raus, dass der senkt. Oder? Es laufen zwar die Rollen, aber ich sehe nicht, dass der senkt, wenn ich auf V drücke, wie hier steht. Also irgendwie dürfte da noch entweder Nachbesserungsarbeit sein oder ich bin zu doof, dass ich es mache. Ich habe auch in der Beschreibung nichts gelesen. Ich kann dann nachher nochmal kurz in die Kommentare gucken. Wenn ich noch was finde, schreibe ich es im Kommentar dazu. Aber auf jeden Fall, hier fällt mir nichts auf. Senken übrigens mit M und N. Das zeige ich euch auch noch, dass das auch gezeigt ist. Damit das nicht so langsam geht, drücken wir auf B und schalten die Motordrehzahl höher. Das gefällt mir nicht, dass hier steht Type Description. Da sollte schon Motordrehzahl stehen, wie gut. So, dann schauen wir noch kurz in die Lok währenddessen. Hier sehen wir, der hat das nur geladen. Dort passt. Die Lok passt. Im Shop schauen wir es uns auch gleich noch an. Ihr seht, hier kann man das schön machen. Irgendwie sollten wir senken, heben können. Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie das geht. Aber auf jeden Fall, das funktioniert. Dann gucken wir uns noch kurz die Texturen an, bevor wir hier zu lange werden heute. Ich möchte das eher kurz halten. Man sieht, er läuft schön hoch. Schauen uns das Ganze hier an. Wichtig, die Drehzahl hoch, weil sonst geht es sehr langsam. So, Drehzahl wieder runter. Wir steigen aus, gucken uns das Ganze an. Das ist übrigens mein schöner New Holland hier. Textur, mir persönlich gefällt sie sehr gut eigentlich. Paar kleinere Macken hier am Blech zum Beispiel, aber grundsätzlich sieht das Ganze schon sehr gut aus, würde ich sagen. Auch hier ganz kleine Sachen, aber eigentlich zu verschmerzen. Ich würde sagen, ist ein schöner Mod. Nachteil an dem Ganzen ist leider nur bei Uploaded erhältlich, daher zu überlegen. Aber ich hoffe, euch hat die Mod-Vorstellung gefallen. Abos, Likes, Kommentare, teilen, weitererzählen. Ist erwünscht, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Fipsi.